Et außerdem soweit, ein neuer Movie sind wir. Das ist was voller im Swan an der Kino. Here's Johnny. Kill the Batman. Oops. My name is Optimus Prime. Get that out of my face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. This is Sparta! Must have pressure. Movies and More meldet sich die Eichkel seit langem Murm zurück. Ich hoffe, der neuen Intro hat dir euch gut gefallen. Leider ist der Band nicht mehr dabei. Mir spengt schon mal ganz wirklich einen Ersatz rausgesicht. Ob das auch wirklich stimmt, das geht auch im Laufe der Sendung. Hat gut so? Ja, bald. Das geht bald. Ja, okay, also. Lo weiß man erstmal für dich den Trailer von diesem Film, den wir als das immer wieder rausgesicht haben. Edgar, you will rise to be the most powerful man in the country. Imagine if every citizen in this country were uniquely identifiable by the pattern on their fingers. Imagine how quickly we could find them if they committed a crime. Is that legal? Sometimes you need to bend the rules a little to keep your country safe. It's time this generation learned the difference between villain and hero. Even great men can be corrupted. Der Film, den auf einer richtigen Geschichte basiert, handelt von der Entstehung vom FBI. Weil nicht immer hatten sie die cool Tricker, wie man sie aus Serien an Hollywood kennen. So ist es cool, die Entstehung von all den einzelnen Tricker an ihrer Entwicklung zu sehen. Ich möchte euch so, wie wir den Film selber fanden, weisen wir euch ein paar erste Reaktionen von Leuten, die wir am Ballwall getroffen haben und die just aus dem Film herausgekommen sind. Das war ein ganz interessanter Film, das muss ich sagen. Das war ein autobiografischer Film. Ich habe mir nämlich viel gestellt. Ja, ganz gut. War auch ein bisschen traurig zum Schluss. Ne? Mit dem Film kann ich allen Menschen weiterempfehlen. Das ist ein von der amerikanischen Geschichte. Das ist nicht interessant. Am Anfang muss ich so ein bisschen verwirrend, wenn man der Zeit in der Java darunter gewinnt. Die Interpretation von DiCaprio. Haben Sie noch eins ein bisschen eingeschlafen? Das ist unheimlich gut gemacht. Ging. Das ist wirklich ein. Wie soll ich sagen, das ist eine Performance, die wirklich für Domination für den Oscar zählt. Sven? Boah, cool, ist an deinem Fernseher. Sven? Ja? Wie hörst du da den Film von? Ich schon nicht schlecht von. Zumal die Zeit springen. All neu. Am Anfang von Sekunden, wo ich drüber bin. Findest du da nicht, dass die Momente aber schon bald langweilig gehen, als durch all die Längten, die drauf waren? Ja, mit diesem historischen Film, da kommen so Längten Hans zu viel. Am größten und ganzen ist aber ein guter Film. Am Film fällt auf, dass die Personage nicht nur durch Computereffekte, sondern vor allem durch Make-up gealtert gesehen. Und in den meisten Fällen ist es auch ganz gut gelungen. Nicht so wie hier, wie ihr ganz gut erkennt, wo der Unterschied ist. Als Fazit kann ich festhalten, dass der Film, bis auf ein paar Längten, relativ gut und nicht gerade mit Action-Szenen vollgepackt ist, wodurch er nicht gerade für das größte Publikum bestimmt ist. Außerdem präsentieren wir euch noch den zweiten Teil von Daniel Sengem Fiktionsfilm Heaven's Decision. Und wir sehen bis geschwind bei Movies and More. Ich bin ein Wien. Man ist das richtig für mich und für meine Familie. Ich bin ein mega guter Nachricht, also ein richtig großen Deal helfen. Da lass mich erklären, dass wir dann mal eine Operation können zu bezahlen. Wie das nicht? Sollst du mir so im Hintergrund bleiben? Als Verstärkung sozusagen. Nach der alten Sohn, ich mag auf jeden Fall gehen. Geh mal nicht. Gareth!